So, ich hätte gerne mal wieder übrigens die ganze Gruppe ausgewählt. Speichere das Ganze gleich am besten nochmal. Schnapp mir diesen tollen, großen Schild der dunklen Brut. Und sehe da irgendwie 1 Million Feinde. Alter Schwede. Ja, gut. Level 10 ist nicht viel besonders schlimm. Ich würde ganz gerne kurz bei der Taktik bleiben. Selbstverständlich. Weil ich weiß nicht genau, wie viele komische Alphas da drin sind. Vielleicht noch ein paar Magier oder sowas. Du bist erledigt. Los. Na gut. Hör es einfach mal aus, auf ins Vergnügen. Verderbnisbezwinger freigeschaltet. Warum? Weil ich 1000 Hollocks erschlagen habe, oder was? Bis jetzt sind es wirklich nur Hollocks, kein Problem. Nichts Gelbes, nichts Orangenes, alles gut. Da hinten müsste es umfallen, weil ich ihn noch erwische. Genau. Die fallen alle wie Fliegen, ist kein großes Problem. Wird immer mehr und immer mehr kommen, aber das ist kein großes Problem. Wie gesagt, ruhe ich mal aus, töte ein paar davon, da ist ein Alpha. Dann los! Hast du kein Gewissen, dass du existierst? Hast du kein schlechtes Gewissen, dass du existierst? Auch nett. So, alles gerade so ein bisschen Bedrängnis. Ich würde mal sagen, du gehst mal auf den Oger. Ist kein Problem, wirst du ja schon. Du gehst auf den Oger. Ist der Alpha schon tot? Der ist Alpha noch nicht tot, dann bring ihn bitte mal um langsam. Vielen Dank. Und kümmern wir uns mal kurz um den Ogre. Alistair bleibt auch mal hier, der kann das ruhig machen. Will, töte mal diesen Schläger hier. Sehr schön. Win, töte auch diesen Schläger. Sehr gut. Win, töte mal diesen Schläger hinten. Fantastisch. Alle Schläger sind tot. Wir kümmern uns um den Ogre. Ogre, du bist so gut wie Geschichte. Dieser Zoom funktioniert hervorragend. Lass mich kurz den da nehmen. Dankeschön. Wird erledigt. Na, Ogerlein. Meinst du, nur weil du gelb bist, kannst du mich besiegen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich bin ich, ist jeder einzelne von den Leuten eher dunkelrot. So, war's das? Es tut mir leid. Quest aktualisiert. So, was haben wir denn für eine Quest? Dunkle Brut ist besiegt. Du hast verhindert, dass die dunkle Brut in das Gesindeviertel eindringt, sodass die Elfen vorerst in Sicherheit sind. Nun sollst du mit Gianni sprechen. Okay. Kettenrüstung, Stiefel, ja bitte, für den Fall, dass ich mal irgendwann irgendwas brauche. Ich glaube es eher nicht. Der Kampf ist beendet. Sehr gut, wir können speichern. Das hat ja echt eine Weile gedauert. Habe ich vor größere Schwierigkeiten gestellt als der letzte Kampf tatsächlich. So, da hinten könnten wir wahrscheinlich, die kommen wir nicht raus. Wir müssen erstmal zurück zu Gianni. Gianni war, glaube ich, hier drüben irgendwo. Hinter uns. Ja, da ist er doch schon. Hallo Gianni, wie geht's? Du hast heute viele Leben gerettet. Danke. Bitte, gern geschehen. Nimm das. Ich bete dafür, dass es dir in deinen künftigen Schlachten helfen wird. Wir müssen gehen. Möge der Erbauer über dich wachen. Gerne. Erhalte Gegenstände. Was haben wir denn? Bekommen. Froststein wahrscheinlich nicht, große Schilder, dunkle Brut höchstwahrscheinlich auch nicht, Ketten, die haben wir gerade bekommen, nein, Ring der Morgendämmerung wahrscheinlich. Plus 4 Stärke, minus 1 Klugheit. Was habe ich gerade für einen? Schlüssel zur Stadt, plus 2 auf alle Attribute, mehr Zauberresistenz und mehr auf erhaltene, heilende Effekte, das ist nicht schlecht. Kann Alistair den vielleicht nehmen? Du hast plus 2 Stärke, plus 2 Geschicklichkeit und einen Ring einfach nur. Gut, Alistair, du bist jetzt ein bisschen dümmer geworden gerade. Das wird dein Kampfverhalten wahrscheinlich nicht wirklich ändern. Einmal bitte diesen hier. Vielen Dank. Und gleich mal gucken, ob wir noch irgendjemanden haben, der noch verletzt ist. Nein? Sehr schön. Gut, das bedeutet, wir werden uns möglicherweise jetzt gleich einen letzten Kampf stellen. Ich gehe nicht davon aus, dass der super einfach wird. Ich gehe nicht mehr davon aus, dass der überhaupt irgendwie einfach wird. Ich gehe davon aus, dass er super schwierig wird, genau genommen. Ich glaube, ich muss hier durch, oder? Das sieht ganz gut aus, theoretisch, aber praktisch nicht. Wo komme ich hier bitte raus? Muss ich hier hochgehen? Kann ich hier hochgehen überhaupt? Nein. Hallo? Kann ich bitte irgendwie raus? Von hier kam ich ja gerade erst. Hallo? Gehen wir irgendwie auf die andere Seite, da wo wir gerade herkamen. Ja, lieber kurz noch die komischen Hörlocks hier. Die haben wir, glaube ich, noch genug. Genau, wir haben noch 70, wir haben noch 40.
Zwergische Kriegsaxt. Wir haben noch 40 Inventarplätze, das ist ganz gut. Habt ihr etwa irgendeinen Teig geplündert, ihr blöden Leute? Ich glaube schon. Da müssen wir dementsprechend hier rauskommen, wenn wir an der anderen Seite nicht rauskommen. Ja, wunderbar. Wieso wurde mir das auf der Karte nicht angezeigt? Mal gespeichert. Und einfach hinmarschiert. Muss ich nicht die ganze Zeit mich selbst bewegen. Ja, jetzt geht's los. Ja. Ich habe das Gefühl, du willst nicht, dass wir da lang... Doch, du willst, dass wir da lang gehen. Achso, es gibt keinen Weg zurück. Ich verstehe. Gut. Ich speichere das Ganze nochmal. Ich überlege gerade, ob ich eigentlich den, ob ich dem Alistair seinen Usaris gebe. Also etwas gegen wir können zurück ins Marktviertel. Warum das denn? Also etwas gegen Drachen. Aber ich probiere das mal so aus. Auf zum Palastviertel. Hallo? Achso, ich dachte, ich wär abgestürzt. Hätte echt ein bisschen geflucht gerade. Neue Quest, Verteidigung der Tore. Hä? Eine große Gruppe Dunkle Brut bereitet einen Angriff auf die Stadttore vor. Sprich mit dem Armeeoffizier in der Nähe, sobald du bereit bist. Hallo, Offizier. Nehmt euch in Acht! Eine große Schar der Dunklen Brut ist aus ihrer Hauptstreitmacht ausgeschert. Sie kommen in eure Richtung. Bald werden sie hier sein. Hier ist schon klar, dass eure Richtung auch praktisch meine Richtung ist. Da klappen sich wieder die Armeen auf, die wir haben. Und da ist ein Ogre-Alpha, der schon nach uns ruft. Rüdiger! Oh, warte mal. Das ist ja die andere Gruppe. Ah, ich verstehe. Ich kämpfe auch mit der anderen Gruppe mal kurz. Gut, dass ich übrigens vorher nicht nochmal alle den Stufenaufstieg habe machen lassen. Einmal dieses. Du auch gleich bei dem. Ja, bitte auf den Ogre-Alpha, das wäre super. Shale, du machst... Was hast du denn letztes Mal gemacht? Pulverisierende Schläge? Nein. Steinherz. Mehr Defensivtalente. Ist nicht schlecht. Hau ruhig ein paar Leute hier kaputt. Haben wir noch einen... Ja genau, du machst einen tödlichen Schlag. Wunderbar, ich nehme mal Stan und Orgrin hauptsächlich als Schläger hier. Orgrin, geh sofort dahin. Gut, hau drauf. Bist du bist gleich Orgrin, du bist Stan, ist egal. Schlag würde nicht funktionieren. Also Crowdschlag, das wird vielleicht dumm. Ich wollte den mächtigen Schlag machen. Auf. Stan, hör auf zu lamern und greif mehr Leute an. Den da zum Beispiel. Stan, angreifen. Oh, ich habe einen mächtigen Schlag. Du bist aber relativ stark. Ja, wunderbar. Läuft ganz gut bisher. Ich habe doch damals gedacht, komisch. Oder damals, ich habe vorhin gedacht, komisch, dass wir andere Gruppen nicht steuern können. Und er ist tot. Sehr gut. Oh, warte mal, da ein Magier. Magier sind nicht so gut. Ein Gesandter. Warte mal, können wir mal ganz kurz... Ich hätte gern dich mitgenommen und dich. Und ich würde ganz gern den Gesandten angreifen. So. Der sollte nämlich mal richtig schön sterben, genau. Der hat es ja nicht so richtig mit Magiern. Das können wir gleich mal zeigen. Und tot ist er. Und jetzt hackt auf eine ein, die ihr gerade so findet. Orgrin. Achso, ich dachte, du hast ganz wenig Lebende noch. War's das? Nee. Da kommt noch mehr durchgepullert hier. Durch das Tor. Ein weiterer Gesandter. Ein weiterer mächtiger Schlag. Und das rockt richtig. Der nächste Gesandte ist tot. Sehr gut. Ich glaube, hier direkt am Tor zu verteidigen ist gar nicht mal so schlecht. Das ist zwar letztendlich ein großer Knäuel hier, aber der Vorteil ist, dass sie nicht so gut an uns vorbeilaufen können. Das Dumme ist allerdings, dass wir auch selber kaum hier in die Nähe kommen von den ganzen Leuten. Der Soldat hier ist fast tot. Das ist, warte mal, wer ist das gerade? Da ist ein neuer Gelber. Nee, das ist der Offizier, der Gelb ist. Entschuldigung. Du bist meiner Klinge nicht gewachsen. Shale? So soll es geschehen. Hurra! Sie weichen zurück. Wir haben sie. Ja, kein Problem. Quest aktualisiert. Du hast die Stadttore gesichert, indem du die dunkle Brut dort ausgelöscht hast. Du solltest einen Boten zu Riorde anschicken, um ihn, zu informieren. Wir okay. Gerade ein guter Punkt, glaube ich mal, um kurz mal die Talente, die Stärke ein bisschen zu verteilen hier, also die Punkte. Du bekommst natürlich
Nee, warte mal, du kommst mal auf 25 Konstitution und noch zwei Stärke mehr. Weiter geht's. Champion, du hast zwei Punkte noch. Perfekter Schlag ist gut. Zweihändig bist du auch weiter. Dann kriegst du noch dein weiteres Champion-Talent. Dann mache ich kein großes Ding draus. Du solltest zwei Konstitution, ein. Warte mal. Ein Konstitution, zwei Stärke. Ich glaube, da kannst du nämlich die besseren Rüstung tragen. Weiter. Was haben wir denn noch? Krieger. Ja, komm, wenn wir ein bisschen besserer Krieger ist, kein Problem. Spielen. Shale. Der Shale ist bestimmt interessant. Du hast drei Punkte. Du sollst mehr auf Konstitution gehen. Weil du jetzt mein Tank hier vorne bist in der Gruppe. Und was haben wir denn hier? Da kriege ich der letzte Punkt. Felsbombardement. Was ist das denn? Shale wirft mehrere Felsen, die im Zielgebiet einschlagen. Wesen diesem Gebiet erleiden Schaden sowie Abzüge auf Bewegungsgeschwindigkeit und werden zu Boden geworfen, wenn sie bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Wenn Shale dieses Talent erlernt hat und Felsbeherrschung aktiviert ist, erhalten Gruppenmitglieder in der Nähe höhere Boni auf kritische Trefferchance und Angriffsgeschwindigkeit im Fernkampf. Nett. Kann ich vielleicht eine größere Gruppe von, hallo? Kann ich vielleicht eine größere Gruppe von dunkler Brut ausschalten? Du sollst natürlich auch wählen, spielen. Und zuletzt Severin. Severin sollte ganz gut, sollte ein geschickter Mensch sein oder geschickter Dalish sein. Du kriegst eins mehr. Sollst du auch ein bisschen mehr in Stärke investieren, 25 und ein bisschen Konstitution. Weil ganz schwach sollst du auch nicht auf der Brust sein, bist du schwach, also so dünn. Du könntest natürlich noch besser stehlen. Meisterhaftes Stehlen. Ganz ehrlich, ist alles genauso egal. Gerade auch, warte mal, du kannst vielleicht Fallen bauen. Ist auch Fallen entdecken, nicht wahr? Ach nee, komm, du bist jetzt zum besten Dieb. Ist mir jetzt egal. Das ist eh egal, weil in den letzten Zügen hier. So, als Schurke. Zwei Waffen. Genau, was hast du denn hier? Doppelschlag. In diesem Modus greift der Charakter mit beiden Waffen gleichzeitig ein. Die Angriffe verursachen zwar mehr Schaden, aber es kommt nicht zu regulären kritischen Treffern und hinterhältigen Angriffen. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Denn du wirst dich wahrscheinlich eh kaum in den Rücken von irgendwelchen Leuten schleichen können. So, wir speichern das Ganze mal. Wir müssen kurz mal gucken, wo eigentlich der Herr Riordan ist. Kann mit dir sprechen, Offizier? Sieg! Ja, da hast du völlig recht. Ach, da ist er ja, da hinten. Bist du ein Bote? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, Riordan steht die ganze Zeit hinten und wartet einfach darauf, dass wir fertig werden. Soll ich verkünden, dass die Tore gesichert sind? Ja, zumindest vorerst. Oder ja, verkündet, dass wir gewonnen haben. Nein, noch nicht. Sag mal sofort. Vorerst. Finde ich schön, dass man sozusagen so ein kleines Interludium hat, also ein kleines Zwischenspielchen hat, womit man auch mal die Tore sichern kann, zum Beispiel, wenn man mit einer anderen Gruppe noch mal irgendwas macht. Habe ich auch sehr an den Septerra Core erinnert, muss ich sagen. Ich nehme an, er wird jetzt sterben. Riordan. Okay. Nicht schlecht. Oh Gott. Lass mich raten, der kann jetzt nicht mehr kämpfen und muss runterkommen. Auf die Spitze des Turms. Natürlich, mir fällt auf die Spitze des Turms. So viel Spaß muss sein. Okay, Riordan hat wirklich gut gekämpft, muss man fairerweise sagen. Das war richtig gut von ihm. Da klappen sich schon wieder die Armeen aus. Ich muss kurz mal gucken, was wir denn hier so haben. Einfach nur irgendwelche Schläger, 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 Schläger. Okay, ja, dann kämpfen wir uns mal vor, würde ich mal sagen. Wir werden in dieser Folge auf gar keinen Fall beim Drachen ankommen, schätze ich mal. Die dunkle Brut hat uns aufgespürt. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Kommt hier runter? Sollen wir hochkommen? Elsa bleibt vielleicht mal kurz hier. Nur mal so als Idee. Achso, da schießen schon Leute auf uns. Dann lass uns doch mal dorthin gehen. Wird erledigt. Oder von wo schießen sie auf uns? Schon unterwegs? Na gut, dann gehen wir halt wieder hoch. Ah, da kommt schon jemand. Wie schön. Hallo, mein Freund. Achtung! Gut. Verstanden.
So, jetzt müsste der Ogre-Wesen regieren, meine ich. Hallo, Ogre. Gut, kannst du den Schlag anbringen? Du kannst ihn nicht anbringen. Naja, gut. Rappel dich ruhig ein bisschen auf, mein Freund. Er ist halt so ein bisschen Probleme hier. Alistair, du musst auch ein bisschen mitkämpfen. Das ist schon gut, Alistair. Das machst du hervorragend. Ja, genau. Du hältst ihn gut bei der Stange. Sehr gut, Alistair. Das hast du gut gemacht. Also der Finishing Move hier ist schon ganz geil, gerade was Ogre angeht. Na, Alpha? Hast ein bisschen Angst, weil gerade ein Ogre gestorben ist, hä? So. Ja, töte einfach mal alle, die du da gerade findest. Gib bitte mal beide hier hoch. So, ist hier noch ein weiterer schlimmer Typ. Der hätte jetzt noch so eine Alpha, glaube ich. Super, der nächste ist tot. Neue Massenheilung hast du wahrscheinlich nicht parat. Du hast wieder irgendwas. Ach, Streuschuss, natürlich. So, Streuschuss ist vorbei. Massenheilung leider noch nicht. Du musst mal den Tefka heilen. Super. Und demnächst wirst du mal alle heilen. Jetzt. Sehr gut. So, Tefkal, du gehst mal auf diesen Alpha. Alistair geht auch auf diesen Alpha. Ich bin soweit. Ja. Und du schießt mal auf alle, die sich bewegen, wie immer. Stopp mal. Ist hier hinten noch jemand? Nein, alles gut. Wir gehen kurz mal. Nee, nee, ich will dich haben. Hä? Wenn ich dich auswähle, hab ich Alistair? Warum hab ich das? Ihr geht bitte mal näher hier ran. Ja, genau. Nur eure Befehle. Aber gerne. Schießt auf den da. Ohohoho. Warte mal. Du schießt gar nicht, du heilst nur. Puh, knapp. Tefkal, kannst du den mächtigen Schlag verpassen? Das kannst du sehr gut. Das ist richtig, lieber Tefkal. Dann nimm einfach mal einen starken Wundumschlag. Sehr gut, dem ist gleich tot. Das ist schon ein verdammter Magier, ey. Ich fass es nicht. Wir ziehen uns kurz zurück. Und du schießt auf den da. Sehr gut. So, das war wieder toll, irgendeinen tollen Fluch auf dich geladen, mein lieber Freund. Kannst du schon deine Massenheilung anwerfen? Ja, kannst du. Ey, sag mal, ganz kurz. Ach, ist egal, komm, wenn ihr eh schon hergelaufen kommt. So, der nächste bitte. Müssen wir den verdammten Sanden hier töten, der nervt nämlich richtig. Ja, ja, beenden wir es, würde ich mal sagen. So, lieber Gesandter, bist du bald mal tot? Wie ihr meint. Sehr schön. So, du heilst bitte mal den Tefkal am besten. Das ist der Beste, der Wichtigste. Ich weiß, Alistair ist auch wichtig und so weiter und so fort. Aber gut, Liliana ist fast tot. Das ist ein Problem. Stopp mal, kannst du mal kurz den da hinten töten? Liliana? Liliana? Ja, natürlich. Ich gebe dir gerade einen Befehl. Ach, ist schon gut. Okay, Alistair ist auch gestorben. Das ist ein Problem. So, das ist ein weiterer Alpha. Ist das euer Ernst? Na gut, warte mal, wo ist denn? Du liegst eh gerade auf dem Boden. Tefka ist leider umgeben von, nicht gerade von Freunden, würde ich sagen. Kannst du ihn mal heilen? Schick mich los! Du musst leider auch rüberkommen die ganze Zeit. Genau, du tötest kurz mal ihn. Sehr schön, dann heilst du am besten keinen. Du brauchst nämlich kurz mal das da. Und du nimmst einen starken. Sehr schön. Jetzt musst du dich gerade mal ein bisschen sich selbst kümmern. Tut mir leid. Einmal den. Einmal den. Und verdammt nochmal den da hinten auch mal kurz. Sehr schön. Alter, jetzt ist alle gestorben. Ist das aufgefallen? Wie viele verdammte Schläge gibt es hier eigentlich noch? Tefka ist auch gleich tot. Gut, muss ich jetzt ganz also mal laden. Tut mir leid. Ich gehe etwas zu unvorsichtig rein. Hier ist es einfach die Masse, die es macht. Es tut mir echt leid. Die Masse an den verdammten... Oh Gott, jetzt fange ich wieder hier an. Okay. Die Masse an den verdammten Bogenschützen, die ja jedes Mal auf uns einrollt. Ja, komm, ich lauf weiter. Was denn jetzt? Schildverteidigung. Hast du irgendeine Falle gefunden oder nicht gefunden eher? So. Ganz kurz. Liliana, lock die nochmal an. Sehr gut. Nun, lass uns alle nehmen und dorthin begeben. Ich werde es tun. Ja.
So, Liliana, ein weiterer Punkt. Kann ich bitte mal die Kamera so kippen, dass ich es gerne, dass ich nach oben gucken kann? Ja, das geht schon ganz gut. Bitte töte den Typen da oben. Du nervst nämlich. Sehr schön. Hallo, mein Freund. Ja, so. Nee, Tefgal. Nimm ruhig mal den Oger. Du musst ja einem Oger vorbeilaufen. Ich glaube, das ist der einer der wichtigsten gerade. Ich weiß nicht genau, was dieser Kreis hier bedeutet, aber ich nehme an, er hört auf, wenn der Oger tot ist. Er hört auf, wenn der Oger tot ist. Sehr gut. So, ist der Kampf kurz beendet? Der Kampf ist kurz beendet. Das heißt, ich kann mal kurz speichern. Guck mal auf die Zeit. 20 Minuten. Okay, 10 Minuten kann ich noch. Und dann ist aber erstmal Schicht in Schacht für heute mit Aufnahmen. So. Okay. Liliana, bleib ruhig mal hier. Töte erstmal den soweit. Da. Sehr schön. Ja, töte mal den da. Wie ihr meint. Ist schon gut. Dann töte ruhig mal einfach mal andere. So. Du gehst mal auf den Genlock da hinten. Sehr schön. Dann gehst du mal auf den Genlock hier vorne. Auch gut. Ist hier noch irgendwas Schlimmes? Nein. Dann gehen wir auf den Genlock dort hinten. Sehr gut. Und ich würde fast vorschlagen, wir ziehen es ganz kurz mal zurück, damit wir den Alpha wieder herlocken können. So. Verteidige! Ich hätte gern alle bitte. Dich. Und alle besteht gerade offenbar aus drei Leuten. Was ist mit dir los? Ach, Streuschuss oder was? Festhaltender Schuss. Sehr schön. Schon kommen sie angelaufen. Wunderbar. Liliana, töte den da. Atem des Erbauers. Und den da. Und hilf ruhig bei dem dort mit. So, dass wir irgendeinen festhalten. Schuss oder sowas? Nee, du bist einfach nicht nennen. Nee, dumm. Angriff. Mächtiger Schlag, auch nicht schlecht. So, warte mal, Liliana. Töte einfach mal den dort hinten, bitte. Und den dort. Sehr gut. Du kannst, ja, du heilst schon, das ist sehr schön. Geh ruhig mal hier hin, Liliana. Und unsere liebe Zauberin sollte vielleicht auch mal ein bisschen in die Nähe kommen, dass wir ein bisschen sehen, was hier eigentlich gerade abgeht. Ich habe einen besiegt. Das hast du gut gemacht, Liliana. Win, meine ich. So, da hinten sind noch mehr Leute, die unbedingt sterben hier. Wollen. Meins? Aua, was für ein ekliger Schuss. Du bist betäubt, das ist natürlich ein Problem. Nee, wir gehen einfach erstmal alle runter. Du kannst mal kurz die Heilung anwerfen. Stopp. Ich weiß, ihr wollt schon wieder alle weglaufen. Deswegen nehme ich euch wieder alle mit. Sehr schön. Dorthin. Schön dorthin. Niemand ist so dumm und läuft eine Bogenschützenfalle rein. Außer ihr natürlich. So. Los geht's. Oder wir nehmen einfach den Alpha hier erstmal auseinander. Wahrscheinlich nämlich der, der am meisten stört. Super. Ja, kann schon wieder hinten abschießen, genau. Und den dort hinten. Und den natürlich auch. Also Liliana macht sich hier tatsächlich ziemlich bezahlt. Ich werde es tun. Danke für dein Simon-Sekret, mein lieber Oger. Danke für dein... Oh, ein Sovereign hast du dabei gehabt. Nicht schlecht, mein Freund. Können wir kurz speichern oder müssen wir weiterkämpfen? Wir müssen leider weiterkämpfen. Gut, dann warten wir ganz kurz, bis die... Zeigt mir die Richtung. Ja, so Heilung wieder halbwegs abgeklungen ist. Ich nehme dabei wieder ein Stückchen Tee. Mir fällt gerade auf, ich muss mal wieder dieses zerbeimende Gefängnis überhaupt mal anwerfen. Das mache ich viel zu selten. So, Heilung geht schon ganz gut durch langsam. Sehr gut, wir gehen wieder weiter. Und alle kommen mit. So, da oben ist die nächste Bastion. Alter, ist das schon wieder ein Alpha? Ja, ist wieder Alpha. Wie ihr meint. Warum stehst du eigentlich noch hier unten? Nur so, mal einzelne Fragen. Ich bin dran. Nichts Spezielles. So. Kamera, genau. So, einmal den da hätten wir gerne. Wie ihr meint. Wird erledigt. Stopp mal, kommst du hierher? Also bist du Nahkämpfer? Das wäre super. Betrachtet es als erledigt. Bist du Nahkämpfer? Nee, bist du nicht. Ja, töten wir dich halt so. Aua, eine Falle auch noch gleich. Alter Schwede, jetzt geht's mal wieder los hier.
Einmal Massenheilung, bitte. Ah, und der verdammte Genlock-Gesandte ist da oben. So, der muss nämlich sterben jetzt. Bald mal. Wie geht's dir so, Tefkal? Kann ich dich mal auswählen? Vielen Dank. Ich bin bereit. Ist der Herr bald tot? Liliana, töte ihn halt. Verdammter Mist. Gut. Wir würden gerne mal den Gesandten töten. Du gehst auf ihn. Du kannst leider keine Massenheilung machen, deswegen heilst du nur... gar keinen. Den dort. Du nimmst dabei mal kurz einen normalen, starken Heiltrank. Ich werde es tun. Du nimmst immer gar nichts, oder? Oder? Achso, du bist wieder unter diesem verdammten Fluch. Du kriegst immer diesen Fluch. Warum kriegst du immer diesen Fluch? Töte ihn bitte mal. Liliana, töte ihn bitte auch. Und nimm ruhig mal einen Streuschuss. Ist er schon dabei wieder? Ist das der Streuschuss? Ist der defensive Schuss? Streuschuss! Ja, natürlich. Alter, was ist denn das hier für eine Falle jedes Mal? Oder ist, ach, das ist der Magier, der die ganze Zeit rumballert. Ja, mach nur weiter. Du nimmst deinen mächtigen Wundumschlag kurz mal. Ich weiß, du kämpfst gleichzeitig gegen Ogre und gegen Gesandten, was nicht so geil ist. Ist auch schon vorbei. Nächstes bist du nämlich gerade tot. Okay, ich sehe schon, das wird wieder... Wir müssen die obere Bastion wirklich getrennt machen. Das ist echt abartig hier. So. Wir müssen den Tefkal wieder beleben. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Nicht nur, weil wir hier einen furchtbaren Kamerawinkel haben immer. Ey, das ist wirklich katastrophaler Kamerawinkel hier, muss ich leider mal sagen. Also bei Treppen geht die Kamera hier echt gar nicht. Warte mal. Wir müssen erstmal das Ding finden. Das ist erstmal Quest Nummer 1. Genau, das ist hier. Ich hoffe, Tefkal ist... was war das gerade? Wieso konnte ich es gerade nicht auswählen? Habe ich gerade meine Gruppenheiten, habe ich gerade mein Wiederaufleben weggepackt? Ich habe wirklich das rausgenommen gerade. Das bricht mich gerade so an. Wo komme ich an meine Fähigkeiten ran? Ist schon vorbei. Ist echt egal. Ihr brennt schon. Heil, meine junge Dame. Sehr gut. Jetzt zieh ich aber mal zurück. So. Liliana, zieh dich auch zurück, bitte. Ich weiß, du bist gerade hingefallen. Hast das Knie aufgeschlagen. Ach, Liliana, ganz ehrlich, dann halt nicht. So. Hör auf mit deinem blöden Verjüngen-Scheiß. So. Und geh mal woanders hin. Du musst ein bisschen kämpfen, Frau, auch wenn du alt bist. Ist schon gut. Ist alles gut. Gut. Meine Reise endet. Natürlich endet meine Reise. Ich schnapp mir kurz den letzten Spielstand. Ich merke auch gerade, dass ich langsam ein bisschen durch bin. Nicht nur sprachlich, sondern gerade auch taktisch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich laufe zu oft in solche Situationen gerade rein. Das nervt mich gerade ein bisschen. So, den Ogre nehme ich ganz kurz noch mit. Und die oberen mache ich das gleich nochmal. Das war, glaube ich, ein Kampf dann letztendlich für mich. Ich würde ganz ehrlich sagen, das mache ich in der nächsten Folge nochmal einfach. Ich speichere jetzt schon mal und wir sehen uns gleich, oder also für euch gleich, für mich morgen wahrscheinlich in der nächsten Episode wieder, wenn ich mal diese ganzen Treppen hier stürme, dieses riesige Areal aus Hurlocks, also die ganzen Hurlocks sind mir eigentlich ziemlich egal, aber die Gesandten sind halt immer so ganz schön mächtig. Gut, dann bis ja gleich oder bald, je nachdem.